Wunderschönen Montagabend. Willkommen zu einer neuen Folge im Kopf des Feindes. Wer es nicht kennt, der Giacomo von der Barcade, nun als Retributionist tätig, hat mir eine Runde Town of Salem zukommen lassen. Ich kommentiere das Ganze. Dasselbe gibt es auch bei ihm auf dem Kanal, also schaut vorbei. Außerdem könnt ihr selbst Teil des Projektes sein. Bei Im Kopf des Zuschauers könnt ihr nämlich Runden einschicken und ich kommentiere eure Spielweise. Möglich mit OBS, Afterburner, XSplit, DXToy oder Fraps. So, erster Lieber ist Sarah Bishop. Wir haben hier auf jeden Fall eine Custom-Runde mit zwei Vampiren, einem Werwolf, einem Arsonist, einer Witch, einem Jailer, einem Confirmed Mayor, zwei Neutral Benings sowie zwei Investigative, ein Protective, ein Killing, ein Support. Das heißt, Jaco ist der Support. Alle Claims wie Escort, Transporter etc. sind Instant Kills, weil er als Retributionist sich selbst schnell confirmen kann. Ja, Jaco will in der ersten Nacht erstmal schlafen, oder was? Ja, sleep tight. Ah, er schläft immerhin gut und tief, beziehungsweise fest. Sarah Bishop wird jetzt hier confirmed, reported für das Leaven, das ist korrekt. Und dann wollen wir mal gucken, ob Jaco hier was machen kann. Letztes Mal als Retri? Weiß ich gar nicht. Er überlebt das Ganze natürlich. Und hätte das ja nicht zukommen lassen oder wieder zurechtgeschnitten. Und es gab nur einen Lever, das ist klar. Arsonist kann noch nicht getötet haben. Werwolf kann nicht getötet haben. Und die Vampire können nur einen gebissen haben. Wenn natürlich jetzt die Vampire jemanden wie Arsonist, Werwolf getroffen hätten, könnten sie jetzt sagen, hier Leute, so sieht's aus. Der Typ muss böse sein. Royal Rumble wurde gedoust und Survivor sein ist in der Runde ganz, ganz blöd, weil der Arsonist Survivor claimen könnte und du kommst für einen Investigator als Werewolf, Witch oder Survivor raus, also bist du eigentlich instant tot. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du böse bist, als dass du wirklich Survivor bist. Oder sie würden es dir zumindest nicht abkaufen. Okay, okay, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so passiert. Was da alles so läuft. Die sind sich auf jeden Fall nicht einig. Hier, Rory kriegt sehr gute Informationen. Okay, okay, okay. Rory wird zur 15 gehen. Schön für ihn. NLZ 15 got attacked. Ja. So viel dazu. Schön, dass er sich auch outet. Als Doktor. Jetzt muss der zweite Doktor mitdenken und ihn heilen. Er kann natürlich den Survivor nicht wiederbringen. Er hat sowieso geliefert und als Retri kann man nur Townrollen wiederbringen. So dass es weiterhin eher langweilige Nächte für den Jaco sind. Nächste Nacht wird spannender, weil da eben ein Werwolf unterwegs ist. Man muss fast sagen, für ihn wäre gut, wenn der Jailer gekillt wird und der Jailer jemanden hatte, der Transporter claimt. Weil dadurch ist es easy, dass er getötet werden muss. Es kann ja auch keinen Jester geben. Sonst wäre das nämlich ein easy Jester claim. Ja, hier, ich bin Transporter. Obwohl es nicht mehr möglich ist. Jaco hat Langeweile, deswegen musste ich hier ganz kurz mal ein bisschen spielen. Und drei Tote. Interessant. Werwolf hat losgelegt oder Arsonist hat direkt ignited. Oder Veteran. Es war letzteres. Queen Apple hat den Veteran besucht. Und er ist Witch gewesen. Von daher gutes Timing von Herrn Veteran. Der erste Bösewicht ist raus. All magic comes with a price. Leider weiß keiner, wer der Veteran ist. Hässliche Textur da oben auf dem Dach. Naja, es sollte wahrscheinlich so ein Strohding sein, oder was meintest du? Lydia de Luca, das habe ich nicht aufgepasst, durch was er starb. Vielen Dank, dass du es aufgemacht hast. Du hast auch nicht aufgepasst. Royal Rumble Ramp. Ich glaube eher, ich wollte gerade sagen, die 15 war immun zu einem Biss. Und er starb durch einen Werwolf.
Komm, öffnet. Bitte mal die Information hier. Was war denn der letzte? Er war Jailer. Jetzt kann der Jacko ihn wiederbeleben. Wobei, würde ich das wollen bei jemandem, der keinen Willen schreibt? Schwierige Entscheidung für ihn hier. Ah, das ist heftig. Ich glaube nicht mal, dass er überhaupt da war. Wurde jemand gejailt? Hat keiner geclaimed, soweit ich mich erinnern kann. Durch den Veteranenkill kann es auch keinen Vampire Hunter geben. Das heißt, der Investigator weiß direkt, wer Mayer ist. Rowie ist sehr erpicht darauf, Doktor zu sein. Wir haben hier einen Sheriff-Claim, der hochgewählt wird. Computer sagt Kort, das ist 100% Mafia confirmed. Ja. 100%ig, er muss Mafia sein. Das macht keinen Sinn. Bringst du Birky wieder? Ja. Oder auch nicht. Tut mir leid, es kommt natürlich hier wieder ein etwas größerer Wagen vorbei. Bei uns wird nämlich wieder gebaut um die Ecke. Und er bringt Birky wieder. Oh, wow, wow. Schwierig. Müssen wir für Jacko hoffen, dass er halt vor allen Dingen schlau ist. Ihm direkt auch wispern hier. Ja. Macht er auch. Kannst du sogar direkt abschicken. Ich will gar nicht warten. Schick's doch ab. Jacko, schick's doch ab. Das ist heftig. Könnte auch von jemand Normalen kommen. Jetzt ist die Frage, ist er da oder nicht? Berkey got a Tech Knight 1 and he still remained jailer. Wow, Rory nervt mich langsam. Echt. Unicorn. Ach, guck mal, da gibt's echt einen Unicorn. So habe ich mich in einer Ranked-Runde genannt, die ich vorhin aufgenommen habe. Okay. Unicorn is probably an evil role. It's person. Nee. Es kann nicht person sein. Weil es wurden zwei gekillt. Sowohl Linda Carter als auch der Jailer starben durch den Werwolf. Also konnte der Lookout nicht den Werwolf besucht haben. Aber ich behaupte mal, dass der Herr Jailer AFK ist. Jacko kann nichts mehr tun, außer warten. Er klemmt Invest. Wäre die einzige investigative Rolle, dann könnte der Sheriff-Claim nicht mehr stimmen. Nothing do to do here anymore. Das ist wohl wahr. Retri ist so ein relativ einseitiger Job. Wenn du deinen Job mal gemacht hast, wirst du nicht mehr gebraucht. Vier Tote. Interessant. Der Veteran hat Rowie gekillt, den angeblichen Doktor. GG. Cannot go jailer since there is werewolf. Das ist dumm. Oder gelogen. Der kann es natürlich machen. Er könnte nämlich einmal den Jailer vom Werwolf beschützen. Der war Doktor, krass.
Der Arsonist hat den Royal Rumble gekillt hier. I was Mayor. Gott bitten, na, tut das natürlich ärgerlich für ihn. Mayor ist krass, gerade wenn du revealed bist. Easy check, ob du gebissen wurdest, weil ein revealter Mayor gerne gebissen wird. Einfach immer mal wieder wählen lassen, damit du siehst, ob er noch die drei Stimmen hat. Gleiches gilt für einen Spy, weil er verliert natürlich die Fähigkeit des Whisper-Dings hier, wenn er mal zum Vampir wird. Er was brutally murdered und Unicorn Poop, damit übrigens klar, dass er nicht Investigator sein kann. Jailer hat ihn exekutiert, zu Recht. Er for Ready Buttonist, er the Medium. Gut, easy going. Werewolf down. Schön gemacht von Herrn Jailer, der damit noch da ist. Das heißt, ein Arsonist lebt noch und eine unbekannte Anzahl an Vampires, wovon einer tot ist. Er war gebissen worden, also gibt es noch zwei Minimum. Jetzt muss man halt schauen, ob sie das irgendwie rumhauen können. We just need to find Arso. Nicht ganz. Wenn sie den Arso finden, könnte es halt hier noch ein Spiel rauslaufen, dass sie immer wieder einen Vampire lynchen und wieder einen beißen, damit viele gewinnen. Aber das passiert, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen öde. I'm a Dragon soll eine Rolle claimen. Weil Corteas das möchte. Der übrigens auch kein Sheriff mehr sein kann, so ganz nebenbei. Sprich, Jailer wüsste, oder ich als Jailer wüsste, ich muss Corteas killen. GG Balance Pro hat auch gesagt, execute Corteas. Sehr wahr. Das heißt für mich, Confirm Town neben Bulky, Jaco und GG Balance Bro vorhanden. Ja, und? Jaco! Sonst willst du ja immer schuldig bei Bodyguard Claims. Was ist los mit dir? Bodyguard ist möglich, natürlich. Computer claimt selbst Bodyguard. Also der, ich würde auf jeden Fall dem Jailer sagen, auch als Jaco nochmal, nimm Corteas mit, exekutiere ihm. Er kann nicht Vampir, kann nicht Sheriff sein. Andererseits, Jaco weht nochmal um, weil wenn er jetzt hier Bodyguard ist, hat Computer sich gerade als Vampire geoutet. Es gibt noch ein Neutral Benign, was unterwegs ist. Könnte ein Survivor oder Amnesiac sein. Wollen wir mal gucken, ob sich da jemand als was erinnert. Oder ob der vielleicht schon gebissen wurde und zum Vampir wurde. Arson ist down. Ja. Ja, das ist aber kein Problem, Corteas. Du bist confirmed Vampir. Wow. Das ist jetzt ein dummer Move. Ein wirklich dummer Move vom Jailer. Was für ein Trottel. I brought you back, remember? Oh, oder? Was bringt er? True. You're right. Sorry. Ja. Jailer denkt nicht mit. Hat zwar den Werwolf erwischt, aber nur aufgrund des Claims. Wahrscheinlich. Dass keiner tot ist, war klar. Gibt nur noch einen Veteran, der eventuell killen kann. Interessant, dass Birkin noch nicht gebissen wurde von einem Vampir. GG Balance Bro ist weiterhin Town. Corteas claimt jetzt Medium. Kann er nicht sein. Also wie dumm kann man denn bitte Medium claimen? GG Balance Bro ist immer noch Town. Jaco ist Town. Bulky ist eventuell Town. Von daher Corteas hätte schon lange tot sein müssen. Macht halt keinen Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jaco demnächst gebissen wird. Weil er Confirmed Town ist normalerweise. Hätten sie früher machen müssen. Kill one of the silent guys. Oh, sind viele Dingens da. Ja gut, damit sind alle Vampire confirmed. Pech gehabt, Birky wurde gebissen.
Ärgerlich für dich, Jacko. Aber ich finde es halt auch ein bisschen heftig. Vampire sind so krass drauf. Ja. Doch, Cortez hat Sheriff geclaimed. Jacko wird schuldig. Was machst du, Jacko? Du hast ihn gerade gekillt. Jacko, was ist los mit dir? Ich meine, er kann nicht mehr exekutiert werden, weil der Jailer jetzt auch zum Vampir geworden ist. Aber Jacko wird hier schuldig bei einem confirmten Townie? Erhoffst du dir, gebissen zu werden? Was ist da los? Hast du dich jetzt eingeschleimt bei den Vampiren? Du wirst schuldig, damit sie dich beißen, dass du als Vampir gewinnst? Oder worauf läuft das hinaus? Jetzt schämt er sich, macht alles zu. Das war jetzt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, wie ich finde. Also. Oder er war einfach nur langweilig. Amnesiac wird zum Vampir, das war klar. Jacko, da muss ich sagen, hast du es verdient. Jetzt will er sich hier noch den Sieg ergammeln. Was ist da los? Das hast du nicht verdient. Jetzt machen sie echt jeden noch zum Vampir. Ehrlich. Also auf jeden Fall, Vampire sind Corteas und Bölki sowie Trüm. Das heißt, einen können sie beißen. Wieso kann Computer die töten? Ah, als Bodyguard, stimmt. Jetzt wählen sie Computer hoch und dann lässt er sich beißen. Person möchte ja nicht gebissen werden. Jacko kriegt hier diesen Sieg geschenkt. Was ist da los? Ich behaupte, hättet ihr eben einen Vampir gekillt, hätte sich der Amnesiac vielleicht als Taun erinnert. Man weiß es nicht. He likes Twilight, Lynchem. Ja, vielleicht. Also hier interessiert mich halt echt deine Meinung, Jacko. Ich hoffe, du gibst sie kund. Weil ich frage mich, warum du bei einem confirmed Town hier schuldig gewählt hast. Jacko wird hier innocent bei einem Townie. Diesmal macht das. Davor nicht. Hat er ein schlechtes Gewissen? Möchte er ins Reine kommen? Viel Spaß, Computer. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß gehabt. Das ist schwierig. Jacko gets a win. Maybe. Werden wir gleich sehen, weil das wird sehr wahrscheinlich die letzte Nacht sein. Die Frage ist, wird er gebissen oder nicht? Entweder wird gebissen oder wird hochgewählt. Zeitlich gesehen wird er eher gebissen. Also Jacko kriegt hier noch einen Sieg geschenkt, nachdem er einen Townie gekillt hat. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Nochmal der kleine Reminder: Im Kopf des Zuschauers kann nur kommen, wenn ihr mir Runden schickt, sonst macht es keinen Sinn.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal dabei. Wenn es weitergeht, denkt dran, beim Jaco vorbeizuschauen. Link in der Beschreibung. Der hat sicherlich eventuell eine Runde von mir kommentiert. Hoffe ich für ihn. Und hier ist der Sieg. 5 Vampires sind noch da. Person ist auch schon einer, okay. Damit sind alle Vampire. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Sein erster Sieg als Vampir. Yay. Naja. Tschüss.